Rednern, Stefan Kulitze, Mitglied des Niedersächsischen Landtags von der Partei SPD. А зараз до нашої третьої промови ми запрошуємо нашого наступного політичного гостя Штефана Поліце, який є депутатом нашого парламенту в Нижній Саксонії від Соціал-демократичної партії. Партія Вілкам. Щиро вітаємо. Vielen Dank für die freundliche Begrüßung. Frau Generalkonsulin, Frau Ratsvorsitzende, sehr geehrter Herr Bundestagsabgeordneter, aber vor allen Dingen liebe Ukrainerinnen und Ukrainer. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung heute, die ich ja stellvertretend für meinen Bundestagskollegen Aleš Ahmetović übernommen habe, der leider in Berlin bleiben musste, aber genauso herzlich grüßen lässt für den heutigen Unabhängigkeitstag, zu dem ich Ihnen alles, alles Gute wünsche. Trotz dieser schwierigen Situation. Щиро дякую за те, що запросили мене сьогодні виступити перед вами. Я сьогодні дійсно заступаю свого колегу по партії, депутата Бундестагу Аліша Ахметовича, який, на жаль, сьогодні змушений бути в Берліні і не зміг долучитися, але все одно вас всіх вітаю. Seit 18 Monaten tobt dieser fürchterliche Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine. Und bei der Veranstaltung vor einem Jahr, als wir uns zusammengefunden haben, um gegen diesen fürchterlichen Krieg zu protestieren, hätte ich mir nicht träumen lassen, dass wir uns heute hier wiedersehen, an diesem wichtigen oder für Sie wichtigen Tag der Unabhängigkeit. Сьогодні війна триває вже 18 місяців. І коли ми вперше збиралися після повномасштабного вторгнення в Україну для того, щоб демонструвати, мітингувати, я не міг на той момент подумати, що ми і сьогодні знову стоятимемо з цього приводу разом з вами, і що війна настільки затягнеться. Ein sehr bedeutender Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, Helmut Schmidt, hat mal gesagt, lieber 100 Stunden, 100 Tage umsonst verhandeln, als eine Minute zu schießen. Und Helmut Schmidt hat recht gehabt, aber leider hat das viele Verhandeln, was Frieden für die Ukraine bringen sollte, nichts genützt gegen den Kriegsverhandler Wladimir Putin. Und daher muss die Ukraine sich gegen diesen Angriffskrieg verteidigen. Колишній канцлер Німеччини пан Шмід говорив, що краще 100 днів домовлятися за столом переговорів, ніж одну хвилину випускати вогонь. Але, на жаль, досвід показує те, що переговори з Росією не призвели не призвели до якогось результату, тому Україна на даний момент, на сьогоднішній день, змушена протистояти Росії і захищатися. Wir stehen unabdingbar an der Seite der Ukraine, denn die Ukraine verteidigt nicht nur ihr Land und ihr Territorium, die Ukraine verteidigt die Demokratie in Europa. Україна захищає не лише свою власну територію, вона захищає демократію в Європі. Der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine führt dazu, dass wir wieder Krieg in Europa haben. Das hätten wir uns vor 18 Monaten nicht vorstellen können. Wir haben über 70 Jahre in Frieden in Europa gelebt. Und Wladimir Putin hat das mit einem Strich kaputt gemacht. Ми не могли собі уявити, що коли-небудь настане війна в Європі. Але одним махом це було зроблено рукою Путіна.
diesen Krieg hat niemand anders als Russland und Wladimir Putin zu verantworten. Die Ukraine verteidigt sich und uns. Die Ukraine verteidigt die Demokratie, das habe ich schon gesagt. Unser Verteidigungsminister Boris Pistorius steht ohne Wenn und Aber an der Seite der ukrainischen Freunde. Und ich möchte da auch überhaupt keinen Zweifel aufkommen lassen, dass wir alles dafür tun werden, dass wir die Ukraine unterstützen. Er bekennt sich ausdrücklich klar zur territorialen Souveränität und Integrität der Ukraine. Наш міністр оборони Борис Пісторіус чітко стоїть на стороні України і підтримує незалежність України. Und um keine Zweifel aufkommen zu lassen. Deutschland ist in Europa die Nummer 1 derjenigen in der Unterstützung und die Nummer 2 in der Welt hinter den USA. Im Export von Waffen, im Export von Geld, in der Unterstützung der humanitären Hilfe. Und das ist richtig so und das wird auch so bleiben. Und egal wie viel Geld es ist, es sind immerhin über 22 Milliarden Euro bisher gewesen. Aber das ist Geld, was wichtig ist, um die Ukraine zu unterstützen und an ihrer Seite zu stehen. Nummer 1 oder Nummer 2? Nummer 1 oder Nummer 2? Німеччина – це перша у світі країна, яка надає найбільшу допомогу Україні. Це і в плані фінансів, і в плані військовому, і в плані фінансовому. До цього за приблизними розрахунками було надано Україні допомогу у розмірі 22 мільярди. Wir als SPD in Hannover, mein Freund und Kollege Alexander Medovic als Außenpolitiker, würden die Lieferung, und jetzt bleibe ich mal in dem Bild der Frau Generalkonsulin, von Taurus begrüßen. Weil es für die Ukraine in ihrer Offensive vor allen Dingen am Boden unabdingbar ist. Und deswegen werden wir in einem geordneten Prozess mit unseren Bündnispartnern dafür Sorge tragen, dass sie mit dem Material ausgestattet werden, was notwendig ist, um sich verteidigen zu können. Також я погоджуюся зі своїм колегою Адісом Ахметовичем, який є депутатом Бундестагу, тобто зовнішнім політиком, стосовно того, що Україні потрібно надати Таурус, а також всю необхідну допомогу, аби Україна змогла захиститися. І ми докладемо на рівні національному, якщо потрібно, на нижчому рівні всіх зусиль для того, щоб цей план, цю потребу України було виконано. Deutschland hat bisher über 1 Million Geflüchtete aus der Ukraine aufgenommen, darunter ganz, ganz viele Kinder, die hier gerade wunderbar spielen, aber sicherlich lieber an einem anderen Ort auf dieser Welt spielen würden. Und wir werden das auch weiter tun. Aufgrund der Folgen des Krieges hat die Bundesregierung über 300 Milliarden Euro auf den Weg gebracht, um die Menschen in Deutschland zu unterstützen und die Folgen daraus abzumildern. Und wir werden das auch weiter tun, wenn es notwendig ist. Und Deutschland wird auch an der Seite der Ukraine stehen, weil es um die Frage des Wiederaufbaus geht. Das ist unabdingbar und das ist unverhandelbar. До цього Німеччина пригостила приблизно 1 мільйон біженців з України. І серед вас я зараз бачу багато дітей, які, можливо, краще розгралися в Україні, а не на чужині. Але така реальність. І також були виділені кошти на те, щоб саме підтримати, інтегрувати біженців з України тут, на території Німеччини.
bin mir sicher, dass wir das alle gemeinsam schaffen. Für die Ukraine, für Europa, solidarisch und gemeinschaftlich, Schulter an Schulter, gemeinsam. Und ich wünsche mir, dass wir im nächsten Jahr hier nicht wieder stehen, weil der Krieg vorbei sein soll, weil wir damit beschäftigt sind, die Ukraine wieder aufzubauen, weil wir dafür Sorge tragen, dass wir demokratische Strukturen in Europa gemeinsam mit unseren Freunden und Partnern aus der Ukraine. Und deswegen wünsche ich Ihnen heute, und ich finde auch Fröhlichkeit darf dabei sein bei einem solchen Unabhängigkeitstag, gerade für die Kinder, einen fröhlichen und schönen Unabhängigkeitstag. Slava Ukraine! Наостанок хочу сказати про те, що я навпаки сподіваюся на те, що в наступних роках у нас вже не буде потреби зустрічатися, а що в Україні справді запанує мир. Перемога над рашистами і мир. So, mein Vorschlag ist, dass wir uns jetzt alle gemeinsam bei unseren politischen Gästen bedanken. Danke schön. Danke schön. Danke schön.